Also ich sag mal so, ich fühle mich schon sehr willkommen hier von Anfang an, auch bevor wir angefangen haben zu spielen. Und habe schon gemerkt, dass so die portugiesische Kultur, glaube ich, sehr gut auch so zu mir passt. Ne? Und du spürst sofort die Bedeutung vom Fußball. Also du merkst einfach, wie viel Leidenschaft die Leute einfach für Fußball haben und insbesondere natürlich auch für Benfica hier in dieser Stadt. Das war spürbar von Anfang an und da war erstmal sofort eine sehr offene, positive Haltung so uns gegenüber und mir gegenüber jetzt, als die Neuen gekommen sind. Und dann musst du natürlich auch irgendwie dich auf die Arbeit konzentrieren und musst natürlich dann auch irgendwie überzeugen. Und ich glaube, dass die Mannschaft das dann macht. Am Ende ist es ja immer so, das, was da auf dem Platz passiert, das ist im Prinzip dein Zeugnis als Trainer. Und da haben wir versucht, eben halt auch Dinge zu verändern, andere Schwerpunkte zu setzen, auch im Fußballerischen und eben halt auch so ein bisschen dieses Benfica, so dieses Attackieren und nach vorne spielen und Angriffsfußball auch in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich ist es immer extrem positiv, wenn du dann Spiele gewinnst, wenn du gute Spiele machst, wenn du Tore schießt, dann steigert sich das natürlich auch so ein bisschen der Glaube und natürlich hilft uns das natürlich auch so in unserer Anerkennung. Aber das ist natürlich auch wie die Tabelle auch nur immer Momentum. Ja. Also das muss man natürlich ständig bestätigen, aber der Anfang ist gemacht und das war super wichtig. No, eigentlich bin ich immer so geblieben, wie ich bin. Ne? Also ich glaube, dass natürlich manchmal die Außendarstellung eben halt sowieso immer nicht das widerspiegelt, was jetzt tatsächlich ist. Also ich glaube, denn die Leute, die mit mir so eng zusammengearbeitet haben, jetzt bei allen Vereinen, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt großartig verändert habe in meiner Art, mit den Leuten umzugehen und als Trainer zu arbeiten. Natürlich hat man sich auch weiterentwickelt. Also ich glaube, dass ich heute ein besserer Trainer bin als bei Eindhoven und dass ich in Eindhoven ein besserer Trainer war als in China und ein besserer Trainer war als in Leverkusen, weil du natürlich mit jeder Station Erfahrungen sammelst und ich finde schon, dass der Trainerjob natürlich so komplex ist, dass du mittlerweile auch so in der Menschenführung, in der Mannschaftsführung, im Entscheidungsverhalten natürlich dann auch auf ein anderes Repertoire zurückgreifen kannst an Erfahrung. Und das hilft dann schon auch bei diesen vielen Entscheidungen, die du permanent jeden Tag machen musst als Trainer, dann auch öfter richtig zu handeln, ne? Und auch eine gewisse Gelassenheit in gewissen Themen zu haben. Also das glaube ich schon, dass ich das mitgenommen habe aus diesen ganzen Stationen. Und da war es sicherlich auch sehr wertvoll, dass es viele ausländische Stationen waren, weil da natürlich nochmal eine ganz andere Interaktion stattfindet, weil eine neue Kultur, eine neue Liga, neue Menschen. Und ich glaube, dass es natürlich auch einfach so ein bisschen ein Teil der Wahrheit ist, dass natürlich man zu gewissen Menschen, Kulturen besser passt als zu anderen. Ne? Und ich glaube, dass das, was mir hier jetzt gerade entgegenkommt, diese portugiesische Herangehensweise, das passt wahrscheinlich ganz gut zu mir so. Und deshalb läuft es auch ganz gut. Das war eine sehr spezielle Herausforderung, weil du ja ganz andere Kultur. Man kann jetzt Europa von Holland nach Portugal oder nach Deutschland oder nach Italien, okay, das ist auch eine andere Kultur, andere Menschen, andere Dinge, aber natürlich von Europa nach Asien ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und was ich da eben halt mitgenommen habe, ist, am Ende des Tages kommt es natürlich im Trainerjob immer auf das Gleiche an. Ne? Ist egal, in welchem Land du bist. Du musst am Ende musst du die Menschen für dich gewinnen. Die müssen dir folgen, die müssen an dich glauben. Du musst natürlich selber eine klare Idee haben, was passieren soll in der Mannschaft, in dem Verein, weil am Ende alles, was passiert, natürlich auch so ein bisschen abhängig davon ist, was der Trainer sich vorstellt. Und dann das so zusammenzubringen, dass da eine Mannschaft draus wird, die zusammenhält und die mit einer Überzeugung auf den Platz geht und dann eine bestimmte Art von Fußball spielt. Das ist in China so, das ist in Holland so und das ist jetzt auch in Portugal so. Und da musst du halt deinen Weg, da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Wege, das hinzukriegen, aber da muss man halt seinen Weg finden. Ich konnte mir eigentlich immer treu bleiben, egal wo ich jetzt war. Also ich habe versucht, eben halt
gut mit den Menschen umzugehen, nicht nur den Spieler zu sehen, sondern auch irgendwie den Menschen dahinter und auch nicht nur die Spieler, sondern auch die ja, alles, was so um eine Mannschaft herum ist, das ist natürlich mittlerweile sehr viel geworden, dann so mitzunehmen, dass da so ein Gemeinschaftsgedanke entsteht, wo sich dann jeder am Ende wertgeschätzt fühlt, wo sich jeder am Ende wichtig fühlt und dann, dass eben halt auch jedem am Ende der Erfolg der Mannschaft am Herzen liegt. Und ich glaube, dann dadurch kannst du auch eine gewisse positive Energie entwickeln, die dann auch erfolgreich in Fußball bringt. Ja, natürlich ist also, wenn du einen Verein wechselst und hast komplett neue Spieler, dann ändert sich natürlich auch das Spiel. Ne? Das ist natürlich klar. Also ich glaube, dass sich die Schwerpunkte auch geändert haben. Ich habe jetzt auch dann Mannschaften gehabt, die sehr viel Ballbesitz haben. So, das wollen wir natürlich auch. Ballbesitz ist und bleibt natürlich auch das Wichtigste im Fußball, weil nur mit Ballbesitz kannst du halt auch Tore schießen. Und, aber es gibt natürlich unterschiedliche Arten des Ballbesitzes. Es gibt eben halt diesen kontrollierten Spielaufbau. Es gibt aber auch den Ballbesitz, den du hast, nachdem du eben halt gepresst hast und den Ball gewonnen hast. Es gibt den Ballbesitz, nachdem du einen Ball verloren hast, zurückgewonnen hast. Das sind ja auch Ballbesitzmomente, die du natürlich dann auch unterschiedlich nutzen kannst. Und ich glaube, im Fußball brauchst du alle diese Momente, um dann auch wirklich flexibel zu sein, nicht ausrechenbar zu sein und auch auf unterschiedliche Weise am Ende Tore zu schießen und auch das Spiel natürlich vom eigenen Tor fernzuhalten. Und natürlich ist es so, dass ich in den letzten Jahren da auch sehr großen Werte gelegt habe auf diese Spielkontrolle, Bestimmen eines Rhythmus im Spiel. Das geht natürlich am besten, wenn du den Ball hast. Und ich sag mal, es ist natürlich auch dadurch, dass ich jetzt auch immer in Mannschaften Trainer war, wo man international gespielt hat, wo man eben alle drei Tage spielen muss, musst du natürlich auch eine Spielweise finden, die eine gewisse Ökonomie hat, wo du in der Lage bist, halt auch alle drei Tage zuverlässig eine bestimmte Art zu spielen, aber auch in der Lage bist, dich immer wieder auch zu regenerieren. Ne? Und das ist eben halt so die Entwicklung und dann eben halt immer noch angepasst auf das, auf den Verein, auf die Kultur, auf das Spielermaterial. Ja, also ich sag mal so, in Salzburg haben wir ja quasi damals gemeinsam so eine Spielart entwickelt, die so sehr, sehr extrem war, sehr extrem lastig auf hohes Pressing und Gegenpressing, aber natürlich auch mit Ballbesitz, also es war aber auch dann sehr vertikaler Ballbesitz. Und das haben wir über 2 Jahre entwickelt mit Ralf, mit Helmut Groß, mit allen, die da am Anfang dabei waren, weil das gab es ja nicht, als wir in Salzburg angefangen haben, sondern in Salzburg gab es eine komplett andere Art von Fußball. Also wir haben damit damals quasi begonnen, das entwickelt über 2 Jahre und das hat natürlich auch sehr gut funktioniert und hatte auch irgendwie was sehr Besonderes und was sehr Spezielles. Und natürlich nach dieser Entwicklung war ja klar, dass ich natürlich das auch dann versuche in Leverkusen dann auch zu implementieren. Und das ist ja auch sehr gut gelungen. Wir haben ja da auch sehr gut meiner Meinung nach Fußball gespielt. Und das hat sich natürlich genauso, wie sich das in Salzburg entwickelt hat, dann in Leverkusen entwickelt hat, hat sich natürlich dann auch so ein bisschen meine Ansätze entwickelt. Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich sag mal so, man sollte eigentlich mit den Jahren und den Vereinen, die man trainiert, eigentlich immer besser werden. Nicht nur ich sollte besser werden, eigentlich sollten alle besser werden, weil ich davon überzeugt bin, dass man... Also auch die du trainierst, meinst du jetzt? Oder? Nee, ich meine jeder Trainer. Ich meine jetzt nicht nur speziell auf mich gemünzt, sondern ich meine so allgemein. Das ist schwer für mich selber zu beurteilen. Also ich möchte mich da auch nicht selber bewerten, aber ich mag es einfach, wenn ich auf den Platz gucke und eine Mannschaft sehe, die gut Fußball spielt, die zusammenhält, die einen klaren Plan hat und die alles dafür tut, dass das Spiel gewonnen wird. Wenn ich das auf dem Platz sehe, dann bin ich zufrieden. Und das sehe ich jetzt gerade. Und zwar alle 3 Tage sehe ich das. Und das macht mich natürlich als Trainer auch glücklich. Ja, ich würde mal so sagen, diese Vereine sind ja dann auf mich zugekommen, weil sie was ändern wollen. Und
Und das habe ich natürlich jetzt schon, das war natürlich in Leverkusen auch so. Ich meine, Leverkusen wollte auch was ändern und eine andere Art von Fußball spielen. Und das habe ich natürlich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe das in Salzburg gemacht, in Leverkusen, eigentlich in jeder Station. Auch in Peking haben wir ja für chinesische Verhältnisse eben halt auch anders Fußball gespielt. Und das war in Eindhoven so und das ist jetzt auch wieder so. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast in Vereinen, dann weiß man halt auch, worauf es ankommt und ist natürlich auch in der Lage, relativ schnell eben halt auch die Spielweise zu drehen und zu verändern. Auch wenn das eben halt komplett unterschiedliche Stile sind, die vorher gespielt wurden, die nachher gespielt werden sollen. Aber meine Erfahrung ist, dass man da schon innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht. Nee, ich gucke mir gar nicht so viel an. Ich höre mir das an, ich höre mir die Menschen an, die denken, dass ich vielleicht für sie ein guter Trainer sein könnte und entwickle dann eine Überzeugung und natürlich muss mich das Ganze natürlich auch insgesamt reizen, ne? So wie jetzt bei Benfica, wenn Benfica anruft, dann war für mich sofort klar, okay, wenn die wollen, dass ich da Trainer werde, da gehe ich hundertprozentig hin. Das ist für mich, das höre ich beim ersten Mal, wenn ich das Wort höre, dann weiß ich, okay, da will ich hin. Ne? Weil das einfach für mich, das ist Fußball. Ne? Ich liebe ja den Fußball, deshalb bin ich auch als Trainer tätig. Und bei so einem Verein trainieren zu dürfen, das ist natürlich auch irgendwie eine Ehre. Und dann... Natürlich gucke ich mir gewisse Sachen an, aber mittlerweile habe ich auch ein gewisses Vertrauen darin, egal was für Verhältnisse da sind, eben halt das Vorhandene so zu trainieren und so zu führen, dass da was anderes bei rauskommt. Und dann bin ich auch sehr offen. Also ich komme jetzt nicht hier hin und habe meine 10 Trainingsübungen und dann läuft das alles so, wie es vorher auch gelaufen ist. Sondern es ist, was ich mache, ist, ich mache das Tag für Tag. Ich fange an und sammel Informationen und versuche irgendwie so ein Gefühl zu kriegen für das, was in den Spielern drin ist, wie die Fußball spielen, über Fußball denken und versuche dann jeden Tag irgendwie so ein bisschen das so zu entwickeln, dass da was Gutes raus wird. Natürlich so in die Richtung, wie ich halt auch gerne Fußball spielen möchte, aber das ist halt jetzt kein Masterplan oder sowas, sondern das ist halt eher so ein jeden Tag Step by Step versuchen, weiterzuentwickeln. Ne? Trainer sein durfte. Natürlich ist Benfica aufgrund der Historie, aufgrund der Wertigkeit in Portugal, aufgrund der Erfolge auch in der Vergangenheit und so weiter, ist das schon nochmal ein riesen Verein und du spürst natürlich schon in der Stadt eine unfassbare Liebe der Menschen zu diesem Verein. Und das ist halt so, das ist so täglich spürbar, fühlbar in der Stadt. Und dafür muss man nicht lange hier sein, um das zu merken. Da musst du irgendwann mal ins Hotel gehen und morgens frühstücken gehen, dann weißt du, was in dieser Stadt wichtig ist. Und dann geht es nämlich nur um Fußball und um Benfica. Und deshalb habe ich dann große Freude bei, dass ich hier Trainer bin. Naja, also mein Mittelpunkt ist ja immer Deutschland, das bleibt es auch. Also ich liebe Deutschland und ich werde auch dauerhaft nie woanders leben wollen. Aber natürlich finde ich, das Leben ist ja auch schön, wenn man eben halt auch mal andere Dinge kennenlernen soll. Und ich finde, ich habe das jetzt einfach zu schätzen gelernt, im Ausland Trainer zu sein. Das ist schon dann ist schon immer was Besonderes. Also klar, man kann auch für sich selber festlegen, okay, ich bin dann in der Bundesliga, ich bin da 5 Jahre bei einem Verein, gehe dann nochmal irgendwie woanders. Aber ich finde, für mich persönlich, mein Weg ist eben halt auch so, immer wieder so ein bisschen anderes Abenteuer zu erleben und den Fußball nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ne? Und das erlebe ich jetzt gerade hier in Portugal. Ja, wir wollen schon Meister werden, ne? Also das wäre schon schön. Also das ist für mich auch ein Ansporn, dass wir gesprochen haben, dass Benfica hat jetzt die letzten 3 Jahre keinen Titel mehr gewonnen. Und
das ist schon etwas, was natürlich, was wir alle wollen. Ne? Wir wollen die Fans glücklich machen, wir wollen die Fans stolz machen und das kannst du natürlich über guten Fußball, aber natürlich dann auch, indem du Preise gewinnst und hochhältst und dafür geben wir alles und das sind schon unsere Ziele. Ja, unlösbar ist im Fußball gar nichts. Ne? Also erstmal finde ich die gut, weil ich gegen alle Mannschaften noch nie gespielt habe. Also gegen Maccabi, aber gegen Maccabi Tel Aviv haben wir mal gespielt mit Eindhoven. Ja, es ist eine richtige Champions League-Gruppe. Ja. Also ich würde sagen, das ist halt, was man erwarten kann, auch wenn du Champions League spielst. Wir wissen, wie wichtig das für den Verein ist, Champions League zu spielen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber natürlich ist die Champions League natürlich der beste Vereinswettbewerb der Welt. Und da mitzuspielen ist natürlich, finde ich, auch mit das Schönste, was es gibt im Fußball. Und deshalb freue ich mich, da wieder mitspielen zu dürfen. Und dass es natürlich jetzt eine Gruppe ist mit Paris und Juventus, ist natürlich klar, ist nicht einfach, aber ist jetzt auch nicht unmöglich. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind zufrieden, wenn wir Dritter werden. Also wir wollen schon versuchen, in die K.O.-Runde zu kommen, ja klar. Ist immer ein Highlight. Also wir haben in Asien haben wir auch Champions League gespielt, mit Beijing Guan, also die Asian Champions League. Das war auch sehr interessant. Und ja, das finde ich schon, ich finde internationalen Fußball finde ich generell super. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, warum ich im Ausland arbeite, weil du einfach auch dann wieder nochmal andere Länder kennenlernst und so weiter. Egal, ob das jetzt Conference League ist, Europa League oder natürlich am besten Champions League, ist ja klar. Aber ich finde so internationale Wettbewerbe finde ich großartig. Und ja, also deshalb, da freuen wir uns schon sehr drauf. Benfica ist natürlich schon ein Verein, der auch immer verkauft. Ne? Also das ist halt so, das ist schon immer so gewesen und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, damit das Ganze eben halt auch funktioniert. Aber natürlich, was Benfica macht, ist natürlich immer wieder Spieler wachsen zu lassen im Jugendbereich und dann rauszubringen und dann irgendwann, wenn sie dann auch reif sind, auch wieder zu verkaufen. Und ich finde das sehr spannend, also ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Das war in Eindhoven ähnlich. Ne? Und es gibt halt Vereine, die jetzt keinen milliardenschweren Owner haben, die das Geld da reinpulvern, sondern die müssen sich halt über solche Sachen dann auch finanzieren. Und das ist jetzt kein Widerspruch. Ich glaube, wir versuchen jetzt gerade den bestmöglichen Kader zusammenzustellen und konkurrenzfähig zu sein, auch im Hinblick darauf, dass man eben halt um Titel mitspielen will. Bereitschaft, für den Verein da zu sein, so das spürt man auch überall. Ne? Also es gibt extrem viel Support so von den Leuten, die im Verein arbeiten. Und die Rahmenbedingungen hier in Seychelles sind natürlich auch schon deshalb überragend, weil natürlich du stehst quasi auf dem Fußballplatz und guckst aufs Meer. Ne? Also das ist schon irgendwie, da muss man sich schon ab und zu mal kneifen. Ne? Ja, also ich finde, dass das super wichtig ist. Natürlich Jörn an meiner Seite als quasi mein Freund und mein Assistent und Unterstützer und der natürlich, wo sich sein Aufgabenprofil natürlich immer wieder auch je nach Verein so ein bisschen verändert und entwickelt, je nachdem, was auch gebraucht wird. Aber natürlich für mich unverzichtbar. Und auch die anderen, die jetzt mit mir mitgekommen sind, eben halt auch wichtig, weil du natürlich dann auch einfach eine gewisse Wertigkeit der Arbeit garantieren kannst, weil gewisse Dinge eingespielt sind. Aber für mich ist es genauso wichtig, wie dass ich ein paar Leute mit mir mithabe, die quasi bei mir sind. Ist es genauso wichtig, dass ich möchte, dass das auch eine Verbindung gibt zwischen uns Deutschen jetzt, die zu Benfica kommen, aber auch mit Benfica, also mit dem bestehenden Staff. Also ich halte das für elementar, um eine gute Atmosphäre im Verein zu erzeugen und eine gute Kultur im Verein zu erzeugen, ist, dass wir müssen Teil des Vereins werden. Ne? Und ich halte nichts davon, mit so einer Blase in einen Verein zu kommen und dann ja auch in
von dieser Blase zu arbeiten und der Rest ist irgendwie so außen vor. Also das aus meiner Erfahrung, das funktioniert nicht. Und das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe aus den unterschiedlichen ausländischen Erfahrungen, dass du brauchst einfach die Verbindung auch in den Verein rein. Also du müssen auch spüren, dass du nicht von extern kommst, sondern dass du und extern bleiben, also was Besonderes bleiben willst, sondern dass du gekommen bist, um Teil des Vereins zu werden. Ne? Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir einbringen. Also so müssen wir uns auch verhalten. Und ich glaube, dass wenn du dann eine Mischung hast, auch im Trainerteam, im Staff und so weiter, eine Vermischung von diesen unterschiedlichen Einflüssen, dass das auch der beste Weg ist, eben halt dann auch diesen Geist zu entwickeln, der dich dazu treibt, irgendwie was zu erreichen und was zu gewinnen. Weil eins ist klar, wenn du Preise gewinnen willst, wenn du Meister werden willst, dann musst du irgendwas speziell machen, dann musst du speziell sein. Also jede Mannschaft, die Meister wird, die hat was Spezielles. Und wir wollen auch speziell sein. Und etwas, wo du von vorne, wo das mit das Wichtigste, was speziell sein kann, ist, dass du halt eine besonders gute Kultur in deiner Gemeinschaft hast, wo alle miteinander arbeiten können, sich wertschätzen und sich wichtig fühlen. Und dann, das ist eine Basis, worauf du dann eben halt auch alles andere entwickeln kannst. Also, dass die von Anfang an eine extreme Positivität und Offenheit da war von Benfica, von den Mitarbeitern hier und wir maximale Unterstützung erfahren und wirklich besser kann man nicht empfangen werden in einem Verein und besser kann man halt auch nicht zusammenarbeiten, wie wir das jetzt, glaube ich, gerade machen.